Ja, mir ist der Urs Karagüs, der Captain vom FC Melligen D Junioren. Ihr habt in einem dramatischen Spiel im Penaltyschüsse jetzt den Köpsi geholt. Wie hast du das Spiel erlebt? Am Anfang hat der Gegner gute Chancen gehabt, auch im dritten Drittel. Aber man muss auch ein bisschen Glück haben im Fußball. Ja. Und diesmal haben wir es auf unserer Seite gehabt, auch im Elfmeterschüsse. Ja. Jetzt ist der Schöffel schon höher klassiert, was die Stärkeklasse anbelangt. Habt ihr das gemerkt im Spiel und wie habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr die trotzdem schlagen könnt? Also ja, das haben wir wirklich sehr gemerkt. Sie haben schöne Bälle auch gespielt, aber wir haben halt mehr müssen rennen. Ist glaube ich auch aufgefallen. Wir haben schneller nicht mehr mögen. Ja. Jetzt sind sehr viele Fans da gewesen. Eine coole Stimmung würde ich sagen auch für dich als Spieler. Ist das dein grösstes Spiel oder auch dein grösstes Sieg in deiner noch jungen Karriere? Ja, nehme ich an. Würde ich schon sagen. Und eben, du bist noch sehr jung. Was hast du noch so für Ziele in deiner Karriere, in der Zukunft? Wie wir einen guten Verein spielen und das Beste noch rausholen. Was ist für dich ein guter Verein? Keine Ahnung. In einer ersten Liga vielleicht, von irgendeinem Land. Und jetzt haben wir viele Fans da. Gibt es da noch ein Festchen oder was haben wir noch geplant? Ja, wir bleiben da und schauen jetzt noch die anderen Matches. Auch von Melligen. Die Aktiven noch und Junioren auch noch. Genau, ja. Okay. Genau. Ja, dann gratuliere ich dir und wünsche ein ganz gutes Fest. Ja. Danke vielmals.